Hallöchen Leute und ja, willkommen zu Experten Dungeon 5, 6. Nein, ich muss erstmal so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ja, und wo ich empfehlen würde zu starten, wenn man weiß, dass man es nicht 100% schafft, dann würde ich natürlich empfehlen, von hier, von der linken Seite, kann ich euch jetzt auch ganz leicht sagen, warum, weil das Rathaus ist und dann. Das bringt mehr Prozente als die anderen Gebäude. Und dann habt ihr 2%, zwei Flammen. Wenn ihr dann über die 50% kommen solltet. Oh ja, die geben schon ordentlich Schaden. Ich mache einfach meine Unverwundbarkeit. So. Und da brauche ich jetzt eben die Unverwundbarkeit für den PD, wegen den ganzen Bomben. Ah, jetzt natürlich aus der Unverwundbarkeit raus. Und dann sind hier natürlich Truppen gut, um das ganze Koma von den ganzen an. Ah, okay. Von den ganzen anderen, von den Magietürmen aufzunehmen. Aber jetzt habe ich leider noch den Kürbis verloren. Gut, kann man jetzt nicht ändern. Aber dafür habe ich ja, hat man dann 3%. Drei Flammen, was sage ich schon? 3%. Ist ja natürlich besser als dann 2% zwei Flammen, dafür gar keine Tote. Jo, das war's auch fürs Video und tschüss, danke fürs Vorbeischauen und tschüss.